Nancy! Er kriegt dich wieder runter! Haha, sehr witzig, Leute. Ah! Was? Ah! Du hast ja Beine! Junge, ist das verrückt. Ich bin es gewohnt, nur deine Augen zu sehen. Und ein kleines bisschen von deinem Mund. Okay, schon besser. Hallo! Alter, was war... Team Titans, das ist Team Robin. Das ist Robin. Hallöchen. Robin. Hallo auch. Und schließlich Robin. Was geht? Wow, es gibt noch drei Robins. Oh, es gab noch wesentlich mehr. Menschenskind, unser Batman hat einen ziemlichen Verschleiß an Assistenten. Aber wir sind die Besten der Besten. Ganz genau, Robin. Und jetzt entschuldigt uns bitte, wir müssen den Stadtrat retten. Robins, go! Wow. Mission erfüllt. Gute Arbeit, Robin. Hätte ich ohne dich nie geschafft, Robin. Menschenskind. Robin, du warst spitze. Aber hast du Robin gesehen? Robin hat die Robins echt gerobbint. Als ich Robin Robinen sah, war ich gerobbint. Robin, Team Robin. Kaka! Beine, so wie der Rest von mir, werden fortan bekannt sein als Lady Legasus. Oh. Lady Legasus. Oh, wow. Die Macht von Quadrizeps, Schenkel und Waden kann sehr berauschend wirken. Ohne Kontrolle kann diese Macht böse Folgen haben. Aber wie kann etwas so Böses so gut aussehen? Lady Legasus entbeint die Unterwelt. Alter, was wird denn das? Ich laufe. Auf der Sitzecke? Das ist Wahnsinn. Von wegen, Baby. Das Ding ist irre. Hey, Rafe, schon das Laufband getestet? Wow, cool. Fühlt sich aufregend an. Hey, Star, was ist mit dir? Na schön, ich werde mal das Band des Laufens testen. Ich wusste nicht, dass es so viel Spaß macht, seine Füße zu benutzen. Jetzt sind wir dran. Ja, wir wollen auch mal. Wieso haben wir vorher noch nie Fitness gemacht? Kein Schimmer. Ich liebe Fitnesstraining. Wer denn nicht? Der Laufbandgeist. Was geht ab, Jungs? Ich habe gerade irrwitzig trainiert. Ich habe mich voll verausgabt. Mann, mein Hintern brennt immer noch. Proteinshake? Im Moment nicht, danke. Ja, lieber nicht. Dann bleibt mehr für mich. Wow, Laufbandgeist, du hast ja Muckis. Wo hast du die her, Mann?
Bin froh, dass du fragst. Ist ganz leicht. Ich fange den Tag immer pünktlich um 3 mit einem 25-Kilometer-Sprint an. Wenn ich aufgewärmt bin, springe ich für eine volle Stunde auf den Crosstrainer. Dann von 5 bis 7 Uhr morgens arbeite ich an meinem Oberkörper. Von 7 bis 8 arbeite ich an meinem Oberoberkörper. Von 8 bis 8.15 Uhr entsafte ich während meiner Kniebeugen. Und nach dem Frühstück fange ich dann langsam mit Fitness an. Warte. Entspannst du dich nie und chillst einfach nur? Quatsch, niemals, Jungs. Leben heißt Bewegung. Da fällt mir ein, ich habe in 5 Minuten einen Pilateskurs. Nicht schlapp machen, Jungs, dann könnt ihr mal so aussehen wie ich. Diese Oberschenkel sind aber saftig. In die möchte man am liebsten reinbeißen. Deine Schenkel machen mich hungrig. Ich bin froh, dass jemand auch ein paar Melonen mitgebracht hat. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Beine sind endlich einsatzbereit. Ich spüre, dass unser Mut so sehr gewachsen ist wie unsere sportlichen Schenkel. Diese Beine. Wie ihr sehen könnt, hat der Feind den gesamten östlichen Teil von Jump City eingenommen. Hier, hier und hier. Das ist sehr besorgniserregend, Lady Legacies. Wie meinst du das, Quad? Ihre Position lässt erahnen, dass Verstärkung auf dem Weg ist. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen sie sofort aufhalten. Aber wie, Captain Kenko? Etwa so, Karf. Wirf den Stift drüber. Der Feind hat seine Truppen konzentriert, um die oberen Level der Kommandozentrale zu beschützen. Damit ist die Basis angreifbar. Wir, die Beine, müssen diese Linie durchbrechen und dann zuschlagen. Dann lassen wir unsere Muskeln spielen. Bist du verrückt? Ein frontaler Angriff? Das gefällt mir. Sie werden nicht wissen, was sie getreten hat. Okay, alle zusammen auf 3. 1, 2, 3. Yes! Ich hoffe, uns bei der Arbeit zuzusehen hat euch dazu inspiriert, euch mehr anzustrengen. Absolut. Wir haben unsere Lektion gelernt. Danke, Rob. Es freut mich, euch zeigen zu dürfen, was wahres Heldentum bedeutet. Oh, entschuldige. Ich habe mit dem anderen Robin geredet, der die ganze Arbeit gemacht hat. Danke. Schön, dass jemand erkennt, wer der wahre Held ist. Nicht du, Robin. Der beste Robin. Der mit den glatten, unbehaarten Beinen. Dankeschön. Leute, ich bin der klassische Robin. Der Beste. Das wollen wir doch mal sehen. Kommt schon, wir wissen alle, ich bin der Beste. Auf jeden Fall bin ich der beste Robin. Ich bin der Beste. Zumindest der Härteste. Kommt schon, Leute. Findet euch damit ab. Ich bin der Beste. Offensichtlich ist der beste Robin auch der stärkste, schnellste und der klügste, richtig? Oder zum Beispiel der Robin, der uns am schnellsten Pizza besorgen kann. Pizza holen? Was soll das denn bitte Das bin da wohl ich! Hey, warte, das war jetzt aber wirklich sehr unsportlich. Ich fühle die Schuld. Sollten wir unsere Arbeit nicht selbst machen? Auf keinen Fall! Kennt ihr nicht das alte Sprichwort? Bringe deine Freunde immer dazu, Dinge für dich zu machen und sowas. Aber sicher, aber ja, ich erinnere natürlich mich daran. Natürlich, kennt mein Dad auch immer gesagt. Hier nehmen wir unsere Stellung ein. Wir beugen unsere Knie. Achtet auf einen 90-Grad-Winkel. Halten! Halten! Haltet die Position! Okay, Lex. Unser Auftritt! Leglock! Quad Crusher! Gaff Crash! Das sind zwei heftige Hacken. Ja. Diese Beine. Deine Beine tragen dich nicht mehr, Legacies. Schließe dich uns an oder lebe mit den Konsequenzen. Niemals! Ich beschwöre die uralten Geister des Beines. Quadratus Femoris Atturator Internus! Werde Zeuge der Macht von Mega Legacies! Deine Beine sind doch nicht so schlabberig, wie ich dachte. Aber können sie es auch hiermit aufnehmen? Leglock! Wir beenden das hier und jetzt. Henkel Crush! Quad Quick! Das Autsch! Thigh Thresher! Eine
hast diese Beine nicht verdient. Oder diese. Kabum! Ah! Nein! Die Beine! Sie sind verschwunden! Und wenn schon. Au, au, au! Baby's gonna bad, bad, bad.